Hey, der wollte doch nur abbiegen. Der hat doch einen Blinker drin gehabt, Mensch. Ich weiß, ich habe eine rote Ampel, das war meine Schuld, ja. Das war absolut meine Schuld. Das liegt aber einzig und alleine an meiner Verspätung. Abend. Abend. Einmal Nahbereich. Was ist denn vielleicht nicht noch kleiner, Herr, du Arschloch? Naja, sehen wir es mal positiv, ne? Wir haben jetzt einen leeren Bus. Ich mach gar nichts! Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht, Mensch? War grün und so. Was soll ich denn hier? Oh, bei der Polizei muss man ein bisschen aufpassen, ne? Sonst haben wir nämlich bald keinen Führerschein mehr. Moin, moin. Tag. Jo, kannst du haben, aber das nächste Mal beim Kartenkaufen vorne einsteigen, ne? Nächste Haltestelle, Bahnhof am Tor. Übergang zur S-Bahn. Ja. Und zur Fernbahn. Wo stehst du überhaupt, Tussi, hä? So. 30 Cent zurück, so, und 1 Euro. Jetzt willst du auch noch einen haben. Alle während der Fahrt Karten kaufen, das geht normalerweise gar nicht, ne? Aber so verlieren wir ja zumindest keine Zeit, ne? Guten Tag. Guten Abend. Bitte einmal Gesamtbereich. Bitte einmal Gesamtbereich. Bitte schön. Oh. Oh. Ey. Ich geb's jetzt aber bald auf. Das sind fünf. Das sind vier und eins sind fünf. So, und ich weiß gar nicht, warum du die aufmerkst. Das sind jetzt. Mann. Ja, meine Maus macht mir wieder mal Schwierigkeiten. 3 und 2 sind 5. Bitteschön. Abend. Moin, moin. Ich hätte gerne einmal Gesamtbereich. Gesamtbereich? Es müsste das sein. 3,70 sind 4 und 1 sind 5. Bitte einmal Einzelfahrt Großbereich. Bitte schön. Ich sag doch, also so ganz komme ich noch nicht klar hier. Also ganz komme ich da noch nicht klar. Ist leicht 8 Minuten Verspätung. Jo, ich würde mal sagen, leicht verspätet das Ganze. Ist da noch einer, der da mit will? Ne. Es leckt auch gerade so ein bisschen. Ich weiß auch gar nicht, warum hier rot ist. Verstehe ich auch nicht. Weil ich muss jetzt gleich hier rüber auf diese Spur hier. Da war mein Blinker eigentlich schon ganz richtig, wa?
Weißt du was, ich fahre jetzt einfach. Das ist doch ein Scheiß hier, rote Ampel und hier Verspätung, Verspätung, Verspätung. Mann, 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 Mann. Aber hier nochmal der Hinweis, liebe Leute, ne? Ich habe eine Facebook-Seite, die wird auch bei jedem Part oben eingeblendet. Bitte abonniert mich doch auch dort, weil ich dort häufiger meine... Ey, das ist schon der zweite Kurs, der mich da... Ey, das ist doch nicht normal, oder? So, was ist jetzt? Na, Hauptbahnhof haben wir. Das ist ja schon mal ein Vorkurs hier. Könnten Sie ein bisschen... Nö. Ich muss da meinen Vorkurs wieder einholen hier. Pass ich da durch? Pass ich denn da durch? Ich glaube kaum. Wird eng. Ja, ne, ich hab nicht durchgepasst. Müssen wir jetzt leider mal ein bisschen wegschieben. So, jetzt haben wir aber mal schön unseren hinteren Kurs ausgetrickst. Wo müssen wir jetzt hin? Erheim, HPF, so. Der will doch jetzt nicht, dass ich da reinfahre, oder? Das will doch nicht wirklich. Also Gegenverkehr fahre ich dann doch noch nicht, ne? Ich traue mir ja schon viel zu, aber Gegenverkehr fahre ich dann doch nicht. Moin. Moin. Bitte schön. Ich hätte gerne einmal einzufahren. Bitte schön. Jo. Also Leute, ich zeige euch das nächste Mal wieder hier Fahrschein verkaufen, ne? Einmal Nahbereich. Moin. Jo. Weil das frisst einfach so viel Zeit, wenn man sich da erstmal mit der Kasse da auseinandersetzen muss und so weiter. Und da verkauft er jeder eine Karte. Das ist ja... Der ist einer gewesen, der keine Karte gekauft hat. Ja, 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 ja. Ich glaube, wir sind auch schon da, ne? Kann das sein? Oh, da fährt doch noch jemand mit. Bitte schön. Oh, heute haben Sie aber Verspätung. Ja, heute habe ich Verspätung, tut mir leid. Ich hätte gerne einmal Einzufahrt. Das war verkehrsbedingt, tut mir leid. Auch hier, Manfred, verkehrsbedingt. Alles verkehrsbehindert. Rathausmarkt.
Und wo ist denn die 109? Rathausmarkt Terminus haben wir auch noch nicht. Wir fahren dann noch ein Stückchen weiter. So. Guten Abend. Guten Abend. Bitte einmal Einzelfahrt groß. Bitte schön. Jo. Bitte schön. Mann, Mann, Mann. Weil ja ganz schön viele Fahrgäste, die hier im Bus die Fahrkarten kaufen in Hamburg. Also ich weiß nicht, ob das so eine Real ist. Ich war, wie gesagt, noch nie da. Drängelt nicht. Platz genug. Bitte schön. Moin. Moin. Bitte schön. Ja, weil ihr Pfeifen immer Karten kaufen wollt. Ihr habt doch Drucker hier auf der Seite. Ja. Auch kein Unfall, ne? Das sieht nur immer so aus. Ist aber keiner. Moin, moin. Ein Einzelfahrschein nahbereich. Grüß Gott auch nicht mehr, ne? Ein Einzelfahrschein nahbereich. Jo, bitteschön. Jo, bitteschön. Ich glaube, das sind sogar die Originalanzeigen. Also 25 fahre ich dir jetzt nicht. Ja, ich fahre da mal 40, ne? Eigentlich 50, immer das Doppelte, oder? Aber ich sage um eins, Leute, dieses Add-on ist ganz schön ressourcenfressig, ne? Also hungrig. Ohne Scheiß, das geht ohne Ende. Tag! Ich hätte gerne mal nachbereiten. Jo, was willst du denn jetzt noch für die ein, zwei Stationen noch Karte kaufen? Jo, bitteschön. Tagchen! Bitte einmal nachbereiten. Hinten einstellen, bitte. Dankeschön. Eigentlich müsste ich mal einen Blick nach hinten werfen. Oh, voll. Voll die Gurke. Diese Fahrt endet dort. Bitte alle aussteigen. Genau. Next stop, Hauptbahnhof. Please change here for Central Station. This bus terminates here. Genau. Nächste Haltestelle, Endhaltestelle. So, und jetzt bitte alle raus hier. Ja, wir sind natürlich von der ersten Haltestelle an schon viel zu spät. Aber ich gelobe Besserung. Ich gelobe wirklich Besserung. So, da kann ich natürlich jetzt nicht stehen bleiben. Da muss ich jetzt natürlich gucken, Sonderziel. Sonderziel. Nein. Sonderziel 2. So. Da müsste eigentlich jetzt. Genau, HVV Leerfahrt. Weil ich mache jetzt nämlich Feierabend, ihr Pfeifen.
So, Dienstplan abgeben. Jetzt versuche ich mich natürlich irgendwo noch hinzustellen, wo ich noch kann. Weil hier kann ich ja nicht stehen bleiben. Das geht ja nicht. Also gehen tut das schon, aber machen wir nicht. Packen wir mal schnell auf den Busbahnhof dahin. Lässt mir hier wieder keiner rüber, ne? Doch! Jetzt fahren wir natürlich gegen die Einbahn hier rein. Drauf geschissen. Drehen wir hier mal ganz gekonnt und stellen wir uns hinter den anderen dahin, ne? Dann müsste das ja eigentlich passen. Ah, jetzt nochmal ganz gekonnt drehen. Warnblinker rein. So. Obwohl, wir könnten uns eigentlich auch hier vorne hinschauen. Das ist aber ein schönes Ende hier. Sind wir zwar kein Linienbus, aber hier ist ja, kommt ja sowieso kein anderer. Tür auf. So, und ich habe euch natürlich auch versprochen. Also nee, erstmal machen wir den Motor aus, ne? Und Warnblinker. Geht mir nicht mehr auf den Sack. Elektrik auch raus. So. Das ist übrigens normal, dass die Kasse hier noch ein Stückchen weiter funktioniert. Das stand auch in der Beschreibung drin. Von außen sieht der Bus so aus. Wie gesagt, die Klappfenster kann man betätigen. Man kann also so gut wie alles in den Bus machen. Die Hecker kriegt man nicht auf. Das ist wahrscheinlich ressourcenschonender, nehme ich mal an jetzt. Aber man kriegt auch von vorne die Tür wieder zu. Und ich denke mal, im nächsten Part, also in der nächsten Folge, wo ich dann die Linie 688 vor euch fahre, zeige ich euch dann auch, was man mit dem Bus alles machen kann. Wie gesagt, ich habe ja jetzt schon Verspätung ohne Ende und deswegen würde ich sagen, machen wir hier mal Feierabend. Und würde sagen, haut da rein, bleibt da geil, bis zum nächsten Mal, euer Thomas. Tschüssikowski.